Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um das Anmalen von Objekten, in diesem Fall um eine Vase. Ich zeige dir, wie ich das mache und auf was du achten solltest. Hier habe ich eine alte Vase von mir, ziemlich eine der ersten. Also die steht schon eine Weile rum und die kommt jetzt in ein Geschäft und die möchte ich verändern, ich möchte sie anmalen. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, wie ich das machen möchte, aber so eine Grundidee ist so etwa wie diese Vase hier. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir in diesem Video. Ich habe diese Vase mit einem Sprühlack einmal grundiert. Das habe ich gemacht, weil ich hier mit relativ flüssiger Farbe arbeiten werde. Also sprich, ich habe da relativ viel Wasser beigemischt. Und wenn ich die jetzt nicht lackiert hätte, dann würde sich gerade alles aufsaugen in die Pulp. Und das möchte ich nicht, weil ich möchte einen Verlauf haben. Und da bietet sich es wirklich an. Also ich würde sagen, wenn du eine Vase machst, lackier sie einmal ganz kurz, dann kannst du einfach mit der Farbe viel schöner arbeiten. Ansonsten zieht sich gleich alles in die Pulp rein und ist relativ schwieriger, außer du willst sie jetzt komplett in einer Farbe haben, dann kannst du grundsätzlich direkt drauf gehen, aber dann wirklich nur mit der Farbe, ganz wenig Wasser, nicht zu viel. Da es ja Papier ist. Ansonsten würde ich sagen, wir starten. Ich fange einfach mal an und lasse mich leiten und bemale sie so lange, bis sie mir gefällt. Also fixiere dich da nicht, oh mein Gott, es muss jetzt perfekt sein und so, du kannst immer wieder drüber malen. Ich verwende dafür, ich habe jetzt hier einfach so eine Drehscheibe. Habe hier eine Zeitung drunter gelegt und so einen Deckel, damit er ein bisschen in der Höhe ist, da ich eben mit relativ viel Wasser arbeite, damit das schön hier unten abfließen kann. Ich benutze grundsätzlich für meine Vasen Acrylfarbe. Du kannst auch Naturpigmente benutzen, aber zum Bemalen sind Acrylfarben, finde ich jetzt das Beste. Hier habe ich etwas Wasser, dann benutze ich sehr gern so einen Schwamm, der zerschneide ich immer und mit dem kannst du etwas feiner arbeiten und Pinsel und dann würde ich sagen, wir starten und mal schauen, was daraus entsteht, ob es mir dann am Schluss gefällt. Ich werde hier nur mit Schwarz arbeiten, aber in verschiedenen Nuancen. Ich nehme jetzt hier etwas Acrylfarbe. Es braucht nicht sehr viel. Und Wasser. Nimm lieber am Anfang ein bisschen weniger Wasser. Und füge ansonsten nochmals hinzu. Also es ist sehr wässrig. Und jetzt werde ich die einfach mal grob bestreichen. Und dann sieht man auch, wie es die Pulp oder die Oberfläche aufnimmt. Und dann weiß ich, arbeite ich eher mit dem Pinsel oder mit dem Schwamm. Und das mache ich wirklich ganz grob. Und dann nehme ich den Schwamm und ziehe hier runter. Weil ich möchte, dass man die Struktur noch sieht.
die Farbe trocknet auch sehr schnell. Also du kannst sehr gut schnell arbeiten. Und jetzt sieht man, die Strukturen, die heben sich ab, je nachdem, wie du die Pulp verarbeitet hast. Ich habe hier mit verschiedenen, ich habe die ja immer wieder mal überarbeitet und dann sieht man, hier ist es etwas dunkler und hier wieder heller. Und im oberen Bereich, den mache ich immer zum Schluss. Hier gebe ich etwas weniger Farbe, damit ich hier oben am Rand nicht zu viel Wasser habe. Wenn es irgendwo zu viel Farbe hat, kannst du mit einem Lappen die Farbe wieder etwas entfernen. Jetzt habe ich hier die Farbe, die schwarze Farbe. Da gehe ich jetzt mit dem Schwamm rein, drücke es ein bisschen aus und dann drücke ich das fest drauf und dann gibt das so einen Verlauf und da fange ich oben an. Und dann mache ich hier unten weiter und schau mir an, was passiert. Ich habe hier jetzt ein bisschen mehr Wasser hinzugefügt und dann siehst du, dass es gleich heller wird, dass es anders verläuft. Dann nehme ich noch mehr Wasser und tupfe ganz leicht über die Vase, damit es hier unten etwas heller wird. Dann nehme ich mit dem Schwamm einfach nur Wasser und
gehe hier oben nochmals darüber. Und wenn ich jetzt mehr Wasser nehme, dann nimmt es mir hier die Farbe wieder etwas weg. Und dann lasse ich die so mal trocknen. Mit einem Haartrockner kannst du den Vorgang beschleunigen, damit man zügig weiterarbeiten kann. Die erste Schicht ist jetzt getrocknet. Mir gefällt es an und für sich so schon sehr gut. Ich werde hier jetzt aber zum Zeigen noch eine zweite Schicht machen. Arbeite immer in feinen Schichten, also nicht eine Farbe einfach draufknallen, sondern mach mehrere dünne Schichten. Du erhältst einfach mehr Tiefe und es gibt mehr Lebendigkeit. Außer du willst natürlich eine komplett schlichte, einfarbige Vase. Dann kannst du das natürlich machen. Ich finde es halt wirklich schön, wenn es ein bisschen Spiel hat, wenn nicht alles komplett kompakt ist. Diese Schicht ist jetzt trocken und damit ich die zweite machen kann, werde ich es nochmals mit einem Sprühlack leicht lackieren und dann trocknen lassen. Ansonsten löst es mir die untere Farbe wieder auf, wenn ich mit der nächsten drüber gehe, da ich eben sehr nass arbeite. Dann mache ich das kurz. Du kannst einen herkömmlichen Sprühlack nehmen. Also es trocknet wirklich sehr schnell, also du kommst gut voran. Ich werde jetzt die zweite Schicht machen. Ich überlege gerade, ob ich die zweite Farbe mit weniger Schwarz mache oder mit mehr Schwarz. Ich werde relativ wenig Schwarz nehmen, damit es mir die Struktur nicht zu fest verdeckt. Dann gehe ich nochmals darüber. Und das mache ich jetzt nur im oberen Bereich. Nach unten werde ich nichts mehr machen. Ich werde hier noch ein bisschen Wasser dazu nehmen und ganz leicht darüber tupfen. Also ich habe hier nur den oberen Bereich gemacht und dann nochmals mit Wasser nochmals bearbeitet, damit es schöne Läufe gibt. Und unten habe ich nichts mehr gemacht. Und wenn mir eine Stelle nicht so gefällt, dann gehe ich da einfach nochmals ein bisschen darüber. Und so werde ich jetzt die Vase mal trocknen lassen. Und dann denke ich, ist sie vermutlich schon fertig. Die Vase ist nun getrocknet, ziemlich. Und jetzt kommt der untere Bereich. Hier ist es noch feucht. Den Boden werde ich in der gleichen Farbe streichen wie die Vase. Einfach nur in Schwarz. Das mache ich mit dem Pinsel.
Hier den Boden habe ich jetzt nur mit Acrylfarbe bestrichen und hier siehst du jetzt sehr schön so Stellen, die nicht so gut lackiert worden sind, und da saugt sich die Farbe mehr auf und hier weniger. Meine Vase ist jetzt soweit fertig, also du brauchst extrem wenig Farbe dafür, für diese Technik. Die ist jetzt soweit fertig gestaltet und am Schluss werde ich jetzt nochmals mit einem Klarlack darüber gehen. Erstens, dass die Farbe hält und man lange an dieser Vase Freude hat und eben natürlich, weil es Papier ist. Hierzu nehme ich einen herkömmlichen Klarlack, wo man für Holz benutzen kann. Du kannst auch Schiffslack nehmen oder Lacke, die für draußen verwendet werden. Aber bei den Lacken, die du für draußen verwendest, habe ich festgestellt, die haben oft so einen Gelbstich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns in der Schweiz haben die ein bisschen einen Gelbstich und das sieht man dann. Wenn man das will, sieht es auch sehr schön aus, aber ich will das hier jetzt nicht. Und das ist wirklich so ein klar seidenmatt. Ganz matte Lacke habe ich noch nicht gefunden, aber seidenmatt ist ganz okay. Und da werde ich jetzt mit dem Pinsel überall drüber gehen und oben bei der Öffnung, da gehe ich immer gut dreimal drüber und ziehe es auch, hier habe ich jetzt eine PET-Flasche drin und hier ziehe ich es dann wirklich auch über den Plastikrand. Also er ist sehr, sehr fein, man sieht ihn kaum, aber dass die Naht zwischen dem Plastik und der Pulp wirklich gut versiegelt ist. Meine Vase ist jetzt fertig. Ich habe hier zweimal lackiert, hier oben habe ich dreimal lackiert und den Boden habe ich auch zweimal lackiert. Wenn du die Vase lackiert hast oder bemalt hast, aber eigentlich nach dem Lackieren am Schluss, kann es sein, dass so kleine Fasern aufstehen. Wenn dich das stört, dann kannst du mit einem ganz feinen Schleifpapier leicht drüber schleifen, wirklich nur ganz leicht, damit diese Haare, die abstehen, entfernen kannst und dann lackierst du nochmals darüber. Ich mache jetzt die noch fertig zum Verkauf. Und dann geht's mit dieser Vase auf die Reise. Meine Vasen und Gefäße sind nun fertig. Die gehen jetzt auf die Reise in einen Laden.
Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Du hast wirklich verschiedene Möglichkeiten. Ich fasse nochmals kurz zusammen. Wenn du dein Gefäß fertig hast, dann kannst du es schleifen. Dann mach eine dünne Schicht Lack drauf. Das ist egal, ob es Sprühlack ist oder normaler Lack. Und dann kannst du mit der Acrylfarbe die Vase bearbeiten. Du kannst mit etwas mehr Wasser arbeiten, wenn es du zuvor lackiert hast. Wenn du es komplett deckend haben möchtest, dann kannst du direkt nach dem Schleifen mit der Farbe drüber gehen. Dann brauchst du es nicht zu lackieren. Und wenn es lackiert ist und es stehen noch Härchen auf oder es sind Unebenheiten, die dich stören, dann schleife es mit einem feinen Schleifpapier ab und lackiere es nochmals. Lackiere es sicher zweimal. Oben bei der Öffnung würde ich dreimal lackieren und der Boden würde ich auch dreimal lackieren. Ich mache unten dann so Filz hin. Die kann man hier kaufen, die kann man draufkleben. Es ist einfach auch schöner zum Hinstellen, wenn es nicht so knallt. Und es macht es noch ein bisschen wertiger. Dann würde ich sagen, das war's. Die Farbe kannst du dir natürlich aussuchen. Bei mir ist es jetzt halt alles im gleichen Ton, da es jetzt halt für das Geschäft auch ein bisschen harmonisch zusammenpassen soll. So, das wäre das. Und jetzt noch zu einer Frage. Mich haben ein paar angeschrieben, die mich immer wieder gefragt haben, wie ich denn diese Pulp so fein hinbekomme. Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht. Es ist halt immer schwierig, wenn ich nicht dabei bin und direkt kommentieren kann. Dann habe ich bei mir, wenn ich gearbeitet habe, mich nochmals beobachtet, wie klein mache ich denn das. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass du dir Zeit nimmst für die Herstellung der Pulp. Die Pulp sollte, wenn du sie ausgeringt hast, es sollte schon wirklich fein sein. Wenn du wirklich eine eher cremige Pulp möchtest, dann musst du wirklich schauen, dass das fein ist. Da musst du dir halt ein bisschen Zeit lassen. Wenn du nicht so viel Kraft in den Händen hast, kannst du es versuchen, nochmals mit dem Stabmixer reinzugehen. Einfach ganz fein nur. Und dann kriegst du es auch richtig schön fein hin. Wenn du dann den Kleister beigefügt hast, dann wirklich lang kneten. Also nicht nur, ich sehe das immer bei meinen Kursteilnehmern, die kneten so 4-5 Mal und dann möchten sie schon mit dem Pürierstab reingehen. Das wird dann eben nicht so schön. Knete es wirklich wie ein Teig durch. Du kannst beide Hände benutzen und knetest es richtig durch, bis du wirklich auch das Gefühl hast, der Kleister ist jetzt ziemlich überall drin. Er saugt sich, die Pulp saugt sich ja dann noch voll mit dem Kleister. Lass dir da wirklich ein bisschen Zeit. Du kannst auch so mit der Faust reingehen, wenn du nicht so viel Kraft hast in den Händen. Und wenn du das gut durchgeknetet hast, dann kannst du nochmals mit dem Pürierstab reingehen und dann musst du halt immer wieder mal die Pulp anfassen und schauen, hat es noch Klumpen drin, stört mich das oder nicht, und dann gehst du nochmals rein. Also halt wirklich die Vorbereitung der Pulp braucht etwas Zeit. Wenn man das schnell macht, dann wird es halt eben nicht so fein. Bei den Gefäßen knete ich die Pulp immer nur, ich püriere sie nicht immer, weil für die erste Schicht spielt es mir keine Rolle, wenn die Struktur sehr grob ist. Und dann bei den nächsten Schichten, da püriere ich die Pulp immer so, dass sie recht cremig ist und gehe dann
so wieder drüber. Also ich hoffe, das war eine Hilfe. Ansonsten schreibt mir gern nochmals, wenn es so nicht funktioniert. Aber wie gesagt, es braucht einfach ein bisschen Zeit für die Vorbereitung. Dann würde ich sagen, das war's. Ich werde ja noch ein Video machen. Ich habe eine kleine Figur, die ich schon fertig modelliert habe. Ebenso eher eine einfache Figur. Die werde ich bemalen noch. Und da werde ich dich mitnehmen, wie ich diese Figuren bemalen werde. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Wenn du Fragen hast, dann schreib es mir bitte unten in die Kommentare rein. Dann beantworte ich die sehr gern. Ansonsten hab eine gute Zeit, bleib kreativ, tschüss zusammen.